Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich zeige euch im heutigen Video, wie man den Trenchcoat Cara näht. Das ist ein mega geiler Oversize Trenchcoat mit überschnittenen Schultern, einem Gürtel, Knöpfe zum Schließen und wenn ihr mögt, gibt es auch Add-ons für die Eingrifftaschen und auch einen kostenlosen Futterschnitt, den ihr auf meiner Website bekommt. Wenn ihr euren Stoff dann jetzt gewaschen, getrocknet und gebügelt habt, können wir mit dem Zuschnitt starten. Dafür könnt ihr dann in der Anleitung schauen oder natürlich hier. Da ist ein Zuschneideplan mit bei und der zeigt dann genau, wie ihr die Schnittmuster auf den Stoff legt. Ich habe jetzt hier oben den Stoffbruch und unten die Webkante. Auf der Anleitung ist links der Stoffbruch und rechts die Webkante, nur dass ihr da euch nicht vertut. Denn für den Stoffbruch ist wichtig, weil wir da den Kragen und den Steg zuschneiden und dafür brauchen wir natürlich einen Stoffbruch, weil wir da keine Naht haben. Also, ich fange jetzt einfach mal mit den großen Teilen an. Einmal die 1, das ist das Rückteil. So, das Rückteil kommt hier hin. Dann kommt daneben der Beleg. Wundert euch nicht, in meiner Anleitung ist der Stoff 1,40 Meter breit. Der Stoff, den ich jetzt hier habe, der ist 1,60 Meter breit. Und deswegen sieht das eventuell ein bisschen anders aus. Man hat ein bisschen mehr Platz dazwischen. Aber jetzt haben wir hier schon mal das Rückteil liegen, den Beleg und den Gürtel. Den richten wir jetzt dann noch aus, denn der Fadenlauf soll ja immer parallel zur Webkante und zum Stoffbruch sein. Dafür lege ich mir dann das Schnittteil hin. Messe am Anfang vom Fadenlauf einmal runter oder hoch, je nachdem, was kürzer ist. Habe ich jetzt 20, auch 20, der ist schon perfekt gerade. Das Ganze machen wir dann mit dem Beleg auch. Und dann kommen daneben dann die Krägen und Steg und der Halslochbeleg. Das sind diese Teile. Die werden alle an den Stoffbruch gelegt. Da ja bei meinen Schnittmuster, die Nahtzugaben enthalten sind, könnt ihr das relativ nah aneinander legen, damit ihr schön Stoff spart. Und dann können wir das jetzt schon mal aufstecken und ausschneiden. Denn mein Tisch ist jetzt nicht groß genug, um das alles gleichzeitig zuzuschneiden, aber dann können wir das schon mal machen und danach geht's weiter. So, ich habe die großen Teile jetzt schon mal ausgeschnitten. Das mache ich dann gleich mit den anderen Schnittteilen. Dann schauen wir nochmal auf unseren Zuschneideplan. Da haben wir jetzt noch die Nummer 2. Das große Stück, das ist das Vorderteil. Auch wieder ausrichten. Ich richte es jetzt an dem Stoffbruch oben aus, weil ich hier unten schon was weggeschnitten habe von dem Gürtel. Das sind so Teile, die kann man einfach überall hinlegen, wo dann gerade Platz ist. Beim Gürtel ist auch relativ egal, wie man den zuschneidet. Das passt eigentlich immer. Und dann haben wir noch den Ärmel. Der kommt hinter das Vorderteil. Und dann können wir alles wieder aufstecken, ausschneiden und die Markierungen übertragen. Bevor ihr die Stecknadeln abnehmt, übernimmt ihr noch die Markierungen. Das mache ich immer gerne hier mit so einem Markierstift. Ich zeige euch mal kurz, wo die Markierungen sind, damit ihr die alle auch habt und keinen vergesst. Das ist jetzt hier das Rückteil. Da haben wir im Armloch 2, 3 Markierungen. An der Schulter haben wir 2. Wir haben in der hinteren Mitte haben wir einen. Dann haben wir hier unten am Saum jeweils 2. Und an der Seitennaht auch nochmal einen. Dann der Beleg für das Vorderteil, da haben wir hier oben am Halsloch 2 Knipse, hier hinten haben wir einen, dann haben wir hier auch nochmal 2 gegenüber einen und unten am Saum jeweils wieder 2, um den Saumaufschlag zu markieren. Dann haben wir hier noch das Vorderteil, da haben wir auch am Halsloch wieder 2, an der Schulter wieder 2, im Armloch 2,
dann auf Taillenhöhe ein. Unten am Saum jeweils wieder zwei für den Saumumschlag. Dann an der vorderen Kante haben wir hier nochmal ein. Und was ihr dann auch übernehmen solltet, ist die Markierung für die Knöpfe. Also hier, hier, hier. Und der Abnäher, da wo jeweils die Kringel sind, da könnt ihr euch dann ein Loch reinpopeln mit der Stecknadel und dann die Punkte durchdrücken und danach diese Linien nachzeichnen. Dann haben wir hier den Ärmel, da haben wir im vorderen Halsloch ein, dann haben wir hier oben 1, 2, 3 und in der hinteren Armkugel ein Pärchen, sag ich mal. Unten der Saum wieder 2 und das war's hier dann schon. Dann haben wir die Gürtelschlaufen, da haben wir jeweils rechts und links 2, damit wir wissen, wo wir es umfalten müssen. Dann haben wir hier, ich mache das mal pärchenweise, den Oberkragen und den Oberkragensteg. Da haben wir einmal hier an der äußeren Kante einen Knips. Die hintere Mitte sollte auf jeden Fall auch immer markiert werden. Da, wo also der Bruch ist, da ist nämlich immer genau die Mitte. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann haben wir hier unten 1, 2, 3, 4. Und passend zum Steg haben wir ja auch dieses Pärchen, diese Pärchenmarkierung, dass man weiß, dass die zusammengehören und auch nochmal hier eine. Denn diese Naht, das wird nachher zusammengenäht, diese Naht ist nur 0,7 cm breit. Das wird dann durch diesen Knips markiert und dann haben wir hier unten am Steg auch nochmal eins. Das gleiche haben wir dann auch beim Unterkragen, nur dass wir hier jeweils eine Markierung haben. Die 0,7 cm sind ja auch wieder markiert. Im Verlauf haben wir hier am Kragen ein und oben am Kragen auch. Die Brüche immer mit markieren an allen Krägen. Und dann haben wir hier noch den Halslochbeleg. Da haben wir hier keine Markierung, aber auch hier wieder den Bruch markieren. Genau, dann habe ich hier noch den Gürtel. Der Gürtel hat gar keine Markierung, den nähen wir ja einfach nur aufeinander, da braucht man nichts. Und dann sind wir soweit auch schon fertig. Als erstes nehmt ihr euch die Unterkragenschablone und legt sie auf euren Unterkragen. Den Unterkragen erkennt ihr daran, dass ihr hier nur einen Knips habt. Ihr legt die Schablone auf die linke Seite und zeichnet auch auf der linken Seite an, damit wir später beim Nähen dann genau die Form treffen. Die Schablone wird bündig mit der unteren Kante gelegt. Und dann seht ihr hier, dass ihr hier auch schon ein bisschen Luft habt und da zeichnet ihr euch dann die Form des Kragens an. Einfach mit einem Trickmarker oder Kreidestift, was ihr habt. Also am besten was, was auswaschbar ist, obwohl es die linke Seite ist, wäre jetzt auch nicht so wild. Aber dann könnt ihr das später auswaschen. Und dann einfach an der Kante der Schablone entlang. Bis hier runter in die Ecke. Bei der anderen Seite auch bündig unten anlegen. Und einmal um die obere Kante drumherum fahren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die Schablone auch gerne auf ein Stück Pappe kleben. Dann ist das Ganze ein bisschen stabiler und ihr könnt besser die Form treffen. Das ist mit so ein bisschen dünnem Papier immer ein bisschen schwieriger. Genau, so sieht das Ganze dann aus und damit können wir dann später ordentlich nähen. Dann zeichnen wir uns noch den Abnäher ein und wenn ihr wollt, optional auch euren Tascheneingriff, wenn ihr eine Tasche machen wollt. Das ist allerdings optional und das erkläre ich dann separat. So, als nächstes zeichnen wir uns dann noch den Abnäher ein. Dafür nehmt ihr euer Schnittmuster und legt es auf das Vorderteil. Schaut, dass es genau auf eurem Stoff liegt. Und dann könnt ihr mit der Stecknadel in diese Punkte Löcher rein und dann könnt ihr mit einem Trickmarker drüber gehen und einmal die Punkte nachfahren. Dann habt ihr Punkte auf dem Stoff und könnt das Ganze dann mit einem Geodreieck verbinden. Das habe ich hier schon gemacht. Und dann habt ihr den Abnäher eingezeichnet. Das macht ihr mit der linken und der rechten Seite. Wenn ihr den Abnäher dann so eingezeichnet habt auf die linke Seite von eurem Stoff, dann könnt ihr euch die Enden des Abnähers nehmen und bügeln einmal in der Mitte einen Bruch ein, damit wir es dann besser nähen können. So sieht der Abnäher dann gebügelt aus. Wir schließen den Abnäher jetzt in 2 Schritten. Wir fangen in der Mitte vom Abnäher an, also die dickste Stelle, und nähen einmal von dort nach oben raus und einmal von dort nach unten raus. Wir verriegeln in der Mitte vom Abnäher, aber nicht
oben, denn da nehmen wir aus dem Stoff raus, damit die Abnäherenden nicht zu knubbelig werden. Ihr könnt es auch, wenn ihr möchtet, nochmal mit Stecknadeln stecken, damit ihr auch definitiv die Mitte vom Abnäher getroffen habt. Und dann geht's los. Einmal rausnähen. Ihr lasst dann ein bisschen von dem Faden stehen, also sag ich mal 6-7 cm. Dann könnt ihr abschneiden und dann habt ihr hier so ein Stückchen verdrehten Faden und das hält den Abnäher zusammen. Also das Ende vom Abnäher wird dadurch zusammengehalten. Dann starten wir wieder in der Mitte vom Abnäher, verriegeln und nähen dann in die andere Richtung raus. Wenn du die Abnäher genäht hast, werden dann der Abnäherinhalt zur Seitennaht zum Armloch hingebügelt, also in die Richtung. Als nächstes schließen wir die hintere Mitte. Dafür nehmen wir uns die beiden Rückteile und legen sie rechts aufeinander. Und dann schließen wir einmal die hintere Mitte, also einmal hier komplett runter. Wir starten oben am Halsloch und fahren runter, nähen runter bis zum Saum und schauen natürlich, dass die Knipse hier aufeinander passen. Ihr könnt euch das Ganze dann gerne noch stecken. Ich beginne immer mit den Knipsen. Und dann können wir das Ganze bei 1 cm zusammennähen. Als nächstes schließen wir die Schulternähte. Dafür legen wir die beiden Vorderteile rechts auf das geschlossene Rückteil. Wir schließen also jetzt diese Naht und diese Naht. Das könnt ihr euch noch ordentlich aufeinander stecken und dann schließen wir das Ganze bei 1 cm. Achtet darauf, dass ihr die Vorderteile richtig rum habt. Das Teil hier mit der Spitze vorne, das ist in der Mitte. Also die beiden sind dann in der Mitte und das Armloch natürlich an der Seite. So, als nächstes nähen wir den Kragen. Dafür haben wir einmal den Oberkragen. Der hat hier zwei Markierungen, den erkennt ihr daran. Den passenden Steg dazu, der hat dann natürlich auch zwei Knipse jeweils hier oben. Und dann haben wir den Unterkragen, den erkennen wir natürlich an der linken Seite, weil wir da markiert haben. Und der passende Steg dazu ist dann der, der nur eine Markierung hier rechts und links hat. Wir nehmen dann als erstes unseren Oberkragen und legen den Oberkragensteg rechts auf rechts da drauf. Wir orientieren uns daran, dass wir hier oben jeweils diese zwei Markierungspaare haben und hier auch. Und die müssen natürlich rechts aufeinander, also klappen wir uns die so rum dran. Da haben wir jetzt natürlich zwei unterschiedliche Rundungen. Ich mache das immer so, dass ich mich dann an diesen Knipsen orientiere. Ich nehme immer als erstes die Mitte und stecke sie fest. Und dann kann man sich auch die beiden Markierungen feststecken, wenn ihr möchtet, wenn ihr euch da sicherer fühlt. Das könnt ihr auch ein bisschen ausprobieren. Ich mache das gerne erst unter der Nähmaschine, wenn es so starke unterschiedliche Rundungen sind, weil man dann am ehesten das kontrollieren kann, meiner Meinung nach. Ihr könnt euch das aber auch gerne erstmal so stecken. Ich würde nicht zu viele Stecknadeln machen, weil das stört nachher nur beim Nähen. Hier müsst ihr jetzt darauf achten. Wir starten jetzt hier vorne. Die Nahtzugabe ist hier bei 0,7 cm, weil das sonst alles zu dick wird. Also starten wir hier und auf jeden Fall mit 0,7. Das ist ungefähr füßchenbreit. Müsst ihr vielleicht euer Füße mal abmessen. Und dann näht ihr hier einmal komplett entlang. Achtet auf jeden Fall drauf, dass ihr hier mit der Spitze genau auf dem Kragen liegt, damit da sich nichts verschiebt. Ich schaue während des Nähens immer mir die Markierungen an, wo die sind und lege sie dann während des Nähens aufeinander. Das finde ich bei solchen Gegenrundungen immer ein bisschen einfacher. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig genäht ist. Und dann können wir das Ganze umklappen und die Nahtzugabe nach oben in den Kragen bügeln. Das Gleiche machen wir dann auch noch mit dem Unterkragen. Lasst euch nicht von dieser Markierung hier irritieren. Ich habe aus Versehen die Markierung auch auf die rechte Seite gemacht. Die gehört natürlich auf die linke Seite. Aber wir müssen jetzt natürlich den Steg rechts auf den
Unterkragen legen. Und da müsst ihr aufpassen, welche Seite die richtige ist. Wenn ihr den Steg so vor euch liegen habt, ist die etwas geradere Seite die, die dann hier angenäht wird. Die stärkere Rundung ist nachher die, die unten ist, also so rum. So wäre es dann richtig. Und wir legen dann den Steg rechts auf das Teil und können uns das Ganze dann noch, wie gesagt, feststecken und dann annähen. So, wir haben jetzt die Kragen gebügelt, also die Nahtzugabe aus dem Stick nach oben gebügelt und dann können wir den Kragen aufeinander nähen. Dafür legen wir den Kragen rechts aufeinander. Und jetzt kommt unsere Markierung auf dem Unterkragen ins Spiel, denn hier sehen wir jetzt genau, welche Form der Kragen haben soll und können beim Nähen dann genau darauf achten. Nicht wundern, der Unterkragen ist ein bisschen kleiner als der Oberkragen, damit sich die Naht ein bisschen auf die Unterseite dreht, damit man die nicht sieht, wenn man es trägt. Also es könnte sein, dass ihr ein bisschen den Unterkragen ausdehnen müsst, damit es genau aufeinander passt. Das ist aber genau richtig so und es soll so sein. Wir starten dann hier an einer Seite und nähen bei 1 cm von der Kante entfernt den Kragen zusammen. Dabei orientiert euch eher an der Markierung, die ihr aufgezeichnet habt, als an der Distanz zur Kante. Denn so bekommt ihr dann genau die Form, die auch gewünscht ist. Schaut auch, dass die Markierungen immer aufeinandertreffen. Die sind wichtig für die Passform. So sieht es dann fertig aus. Wir können jetzt noch ein bisschen die Nahtzugaben zurückschneiden und dann wenden wir den Kragen und bügeln ihn ganz sorgfältig flach. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir es gebügelt haben und dann können wir das jetzt noch einmal rundherum absteppen. Einmal hier lang und dann bis hier unten runter. Ich steppe mir das jetzt bei 0,7 cm ab, aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Ich würde raten, wenn ihr absteppt, dass ihr die Absteppung immer im gleichen Abstand macht, am ganzen Teil. Ich nehme jetzt immer meine Füßchenbreite, das ist immer eine gute Orientierung. So, bevor wir jetzt den Kragen annähen, machen wir noch eine Hilfsnaht einmal hier lang, damit diese beiden Lagen ordentlich aufeinander liegen, damit es nachher nicht verrutscht. Und dann nähen wir einmal bei 0,5 cm mit einem groben Stich die ganze offene Kante entlang. Die muss auch nicht verriegelt werden, das ist ja nur ein Heftstich, damit das alles ordentlich aufeinander hält und sich nachher nicht verschiebt. Und dann nehmen wir jetzt unseren Kragen und legen ihn mit dem Unterkragen rechts auf das Rückteil. Da müsst ihr schauen, was jetzt hier der Ober- und was der Unterkragen ist. Ich habe mir die Naht zum Unterkragen gebügelt und deswegen sieht man jetzt ganz gut, wo der Unterkragen ist. Da müsst ihr jetzt mal ganz genau schauen, welche Seite die richtige ist, damit ihr das auch richtig annäht. So, ich habe das jetzt hier schon mal hingelegt. Das ist das Rückteil und die beiden Vorderteile. Und wir nehmen jetzt unseren Kragen und legen den Unterkragen auf das Rückteil. Das heißt, wir sehen den Oberkragen. Und dann stecken wir den mittleren Knips, die mittlere Markierung, auf die Naht am Rückteil. So, wir haben jetzt hier noch mehr Knipse. Wir haben einmal am Kragen 1, 2 Knipse. Der erste Knips, der näher zur Mitte ist, der trifft auf die Naht an der Schulter. Und dann haben wir noch einen Knips weiter außen, der trifft dann auf diesen Knips hier. Und dieser Knips markiert dann das Ende des Kragens. Das ist sehr gut, um zu kontrollieren, ob das alles dann passt. Ich würde jetzt nicht alles stecken, sondern ich würde schauen, je nachdem von welcher Seite man näht, ich fange hier an zu nähen, stecke mir also den Kragen hier an die Markierung, damit ich weiß, dass ich da anfangen muss und den Rest würde ich mir gar nicht stecken, weil ich es dann im Verlauf während des Nähens drehe, weil wenn man so krasse Rundungen hat, ist es ein bisschen schwierig, das alles erstmal vorher zu stecken. Deswegen würde ich nur einmal vorne hier den Start stecken und dann die Mitte da vorne, damit man ungefähr weiß, wo man auskommt, aber sonst unter der Nähmaschine arbeiten. So sieht das Ganze dann fertig aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also wir haben jetzt hier die beiden
Vorderteil und das Rückteil. Und hier hängt jetzt quasi schon unser Kragen drin. Und als nächstes machen wir dann den Beleg. So, für den Beleg haben wir jetzt drei Teile. Wir haben einmal den Beleg für den Hals. Das ist dieses kleine Stück. Und dann haben wir zwei lange Stücke. Die sind dann für die vordere Kante. Dafür legen wir uns dann die Belege rechts aufeinander. Wir schließen dann die Naht hier und hier. Dafür legen wir uns dann jeweils ein Vorderteil darauf. Achtet darauf, dass wieder diese Spitze hier in die Mitte zeigt, denn das ist nachher unsere vordere Kante, die natürlich auch in der Mitte sein soll. Rechts auf rechts aufeinanderlegen. Ich stecke mir dann gerne mal eine Nadel, damit nichts flöten geht. Nur kurz zum Fixieren, damit man das nicht nachher verdreht annäht. Und dann schließen wir beide Nähte bei 1 cm und bügeln danach auch die Nahtzugabe auseinander. Ich habe jetzt die beiden Belegnähte auseinander gebügelt und jetzt können wir den Beleg aufnähen. Das wird jetzt eine relativ lange Naht, aber dann ist die vordere Kante quasi schon fertig und ein Großteil des Trenchcoats schon getan. Ich habe jetzt hier einen Vorderteil mal hingelegt. Der Kragen wird nach außen geklappt und dann legen wir rechts auf rechts den Beleg da drauf. Ihr habt auch hier wieder Markierungen zur Orientierung, dass es alles aufeinander passt. Die könnt ihr euch gerne aufeinander stecken. So, das ist nicht ganz so einfach, das hier alles zu handeln. Also, wenn ihr euch die vordere Kante gesteckt habt, dann können wir weitergehen zum Rückteil. Ich habe jetzt hier wieder meinen Kragen, den klappe ich nach außen, weil der wird auch mit eingefasst. Wir haben jetzt hier das schmale Stück vom Beleg, das kommt auf das Rückteil und dazwischen hängt dann quasi der Kragen. Wir haben hier im gesamten Halsausschnitt auch immer wieder natürlich Markierungen, an denen ihr euch orientieren könnt. Es ist leider ein bisschen schwierig, das hier so darzustellen, aber ihr müsst im Endeffekt die offenen Kanten einfach alle aufeinander stecken. Was natürlich auf jeden Fall aufeinandertreffen sollte, ist die Schulternaht vom Beleg und vom Vorder- und Rückteil. Da könnt ihr euch auf jeden Fall eine Nadel stecken. Das ist hier die Schulternaht und hier ist die Naht vom Beleg. Die sollten ja auf jeden Fall aufeinandertreffen. Dazwischen hängt mein Kragen. Dann haben wir natürlich eine Markierung, wo der Kragen aufhört. Die ist hier. Und natürlich auch nochmal ein Knips am Kragen ungefähr in der Mitte. Genau, das ist dann das Vorderteil. Dann gehen wir weiter zum Rückteil. Da haben wir ja auf jeden Fall eine Markierung in der hinteren Mitte. Aber das sollte kein Problem sein. Es könnte sein, dass manche Lagen hier ein bisschen länger oder kürzer sind als die anderen. Die sollen exakt aufeinander passen. Deswegen schau da beim Nähen ein bisschen ziehen, drücken, dass das aufeinander passt. Weil durch das viele Aufeinandernähen und auch durch die Versäuberung kann es natürlich sein, dass sich hier mal was ausdehnt. Und dann kommen wir hier wieder zum anderen Vorderteil. Hier haben wir natürlich auch wieder eine Markierung zwischen Kragen und dem Kragenende in der Mitte vom Kragen. Die kommen aufeinander. Und am Ende des Kragens auch nochmal der Knips. Stecken wir noch die beiden Spitzen aufeinander und dann die ganze vordere Kante runter. Das haben wir dann jetzt alles gesteckt. Und ich würde meine Naht jetzt am linken Vorderteil unten am Saum beginnen. Also hier einmal von unten hoch über die Ecke, einmal das komplette Halsloch lang, wieder in die Ecke und dann an der anderen Seite wieder runter.
So sieht das Ganze dann aus. Wir haben jetzt hier den Kragen in der Mitte, innen drin den Beleg und außen Rück- und Vorderteil. Jetzt nehmen wir uns den Beleg, schneiden die Spitzen hier vorne noch etwas zurück und wenden dann das Ganze. Wir bügeln dann die ganze vordere Kante einmal ganz sorgfältig um und auch die Spitzen hier und die ganzen Nahtzugaben am Kragen hier. Die werden alle nach unten gebügelt. Also hier die Spitzen am Beleg einmal ein bisschen zurückschneiden. Dann haben wir hier in dem Bereich ein bisschen weniger Stoff und es legt sich schöner. Dann können wir das Ganze wenden. Ein bisschen mit der Schere nachbohren, nicht zu viel. Und dann können wir die ganze Kante bügeln. So, ich habe die vordere Kante jetzt einmal ordentlich gebügelt. Man erkennt auf jeden Fall jetzt hier schon den Kragen. Als nächstes nähen wir den Saum am Beleg. Dafür, wir haben jetzt natürlich den Beleg nach innen gebügelt. Wir klappen den Beleg jetzt aber einmal wieder zurück, so dass er wieder rechts auf dem Vorderteil liegt. Und dann nähen wir den Beleg bei 4 cm von unten fest. Also das ist jetzt unten so rum, machen wir es mal so rum. Hier 4 cm, hier ist auch eine Markierung an der Nahtzugabe. 4 cm nähen wir den Beleg jetzt fest und drehen das Ganze dann wieder um. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir es genäht haben. Wir können jetzt hier die Kante noch ein bisschen wegschneiden. Und dann können wir das Ganze wenden. Ein bisschen mit der Schere nach, damit die Ecke schön rauskommt. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir es gewendet haben. Gebügelt wird dann aber später. Als nächstes nehmen wir den Ärmel ein, deswegen habe ich jetzt hier schon mal das Armloch drapiert. Wir haben hier das Rückteil, hier das Vorderteil, rechts nach oben und jetzt nehmen wir uns den passenden Ärmel dazu und legen ihn rechts auf dieses Armloch. Woran erkenne ich, welcher Ärmel der richtige ist? Wir haben einmal im Vorderteil einen Knips und im Rückteil zwei Knipse und daran erkennt man dann auch, wie rum der Ärmel da rein muss. Das ist dann der richtige Ärmel, denn wir haben hier zwei Knipse hier ein und wenn wir das dann rechts aufeinander legen, kommt der eine Knips nach vorne und die zwei Knipse nach hinten. Das sind jetzt natürlich wieder gegenläufige Kurven. Da würde ich auch wieder empfehlen, fangt einfach beim ersten Knips an, das Ganze aufzustecken und je nachdem, wie ihr euch sicherer fühlt, könnt ihr dann die einzelnen weiteren Knipse auch aufstecken oder während des Nähens unter der Nähmaschine bewegen. So sieht es dann aus, wenn wir den Ärmel eingenäht haben. Wir haben jetzt hier das Vorderteil und hier haben wir das Rückteil. Und wir bügeln jetzt die Nahtzugaben vom Ärmel in das Vorder- und Rückteil. So sieht das Ganze dann gebügelt aus. Und als nächstes nehmen wir dann die Ärmelabwärtsnaht. Dafür klappen wir den Ärmel aufeinander, so dass diese Kante und diese Kante aufeinander liegt und die rechte Seite innen. So, das können wir uns schon mal feststecken. Es treffen dann auch genau die Nähte aufeinander. Und dann stecken wir auch Vorder- und Rückteil aufeinander, denn das ist dann die Seitennaht und diese Naht wird dann komplett in einem Rutsch geschlossen. So, und dann könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr
am Saum am Vorder- und Rückteil startet oder am Ärmelsaum. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir nähen auf jeden Fall einmal die Seitennaht entlang und dann den Ärmel runter. Das Ganze natürlich wieder bei 1 cm und danach bügeln wir wie gehabt die Nahtzugaben auseinander. So, ich kann den Trenchcoat quasi schon anziehen. Als nächstes kommt dann der Ärmelsaum. Den bügeln wir jetzt 4 cm nach innen um und steppen den fest. So sieht es dann aus, wenn wir den Ärmel gebügelt haben und dann steppen wir den jetzt bei 3,5 cm ab. Achtet darauf, dass ihr die gleiche Stichlänge nehmt wie am Kragen. Ich starte dann immer an der Naht, damit die Verriegelung nicht so sichtbar ist. Das finde ich immer ein bisschen schöner. Bei so einem kleinen Radius ist immer ein bisschen schwierig, das ordentlich abzusteppen, aber achtet darauf, dass hier dann alles glatt liegt, wenn ihr näht, dass da keine Falten reinkommen. Wir können dann auch die Hilfsnaht wieder rausziehen. Das sieht doch schon nach einem Trenchcoat aus. Als nächstes bügeln wir den Rumpfsaum und steppen ihn ab. Dafür bügeln wir auch hier 4 cm nach oben. Ihr könnt euch wieder eine Hilfsnaht setzen und dann wird das Ganze auch bei 3,5 cm abgesteppt. Dafür beginnen wir dann hier vorne. Hier haben wir ja bereits umgebügelt und fahren dann einmal, nähen dann einmal. Mein Gott, nähen dann einmal drumrum bis zur anderen Kante. Als nächstes steppen wir dann noch die vordere Kante ab. Wir starten hier oben am Kragen, nähen einmal bis zur Spitze und dann die gesamte Kante bis unten runter. Schaut, dass ihr mit der Absteppung ungefähr auch da startet, wo die Absteppung vom Kragen beginnt und dann auch im gleichen Abstand absteppt wie am Kragen. So, Dille. Als nächstes nähen wir den Gürtel. Das sind diese langen Schnittteile. Wir legen sie rechts auf rechts aufeinander und steppen sie bei 1 cm von der Kante zusammen und lassen ungefähr eine 10 cm große Öffnung in der Mitte von dem Band. Dann können wir das nachher besser wenden. Ihr könnt euch die Position von der Öffnung auch direkt markieren, damit ihr die beim Nähen nicht nachher vergesst. Also ich mache mir einfach irgendwo eine Öffnung. Huch. So, zwei Striche, damit ich weiß, hier zwischen nähe ich nicht, damit wir das dann nachher wenden können. So, bevor wir den Gürtel dann jetzt wenden, schneiden wir die Spitzen hier noch ein bisschen zurück, damit sie schön herauskommen und nicht so geknubbelt der Stoff da drin liegt. Dafür schneiden wir einfach die Ecken so ein bisschen zu, relativ knapp an der Naht vorbei, nicht in die Naht rein, das wäre nicht so gut. Also hier einmal und hier und das Ganze dann auch nochmal hier. Schneide die kurze Seite auch einfach noch mit zurück. So. Und dann können wir beim Wenden die Ecke schöner rausholen. Wir gehen dann jetzt zum Wenden, also in die Öffnung hier rein. Und dann hilft ein stumpfer, langer Gegenstand immer ganz gut. Sehr beliebt sind dafür Kochlöffel aus Plastik oder Holz oder irgendwas anderes, langes, stumpfes, damit man das hier wenden kann. Dann kann man das nämlich hier reinstecken und es mit immer rausarbeiten. So, der Gürtel ist jetzt gewendet. Das dauert manchmal ein bisschen. Jetzt ist er auf jeden Fall ganz schön verknittert und deswegen bügeln wir das Ganze jetzt. Schaut drauf, dass die Naht schön flach gebügelt ist, dass da keine Falte entsteht an der Kante und dann können wir ihn danach absteppen und dann ist der Gürtel fertig. So, ich habe den Gürtel jetzt gebügelt und an der Stelle, wo die Öffnung ist, bügelt ihr die Nahtzugabe 1 cm nach innen, dass wir hier auch eine geschlossene Kante haben und dann können wir einmal rundherum den Gürtel absteppen. Das machen wir dann am besten im gleichen Abstand, wie wir das auch am Kragen und an der vorderen Kante gemacht haben. So, dann ist der Gürtel auch fertig und jetzt machen wir mit den Gürtelschlaufen weiter. Die Gürtelschlaufen haben ja hier oben und hier unten jeweils Markierungen und an diesen Markierungen bügeln wir jetzt die Nahtzugabe einmal nach innen um. So sieht das Ganze dann aus und jetzt steppen wir die Gürtelschlaufen einmal rechts und links 0,7 cm von der Kante entfernt ab.
So, als nächstes nehmt ihr euch das Schnittmuster von eurem Rückteil. Da habt ihr nämlich diese Markierung hier. Das ist die Markierung für die Gürtelschlaufen. Und die übertragt ihr euch jetzt auf das Rückenteil oder ihr orientiert euch einfach daran, wo ihr euren Gürtel haben möchtet. Das heißt, ihr zieht den Trenchcoat einmal an, legt den Gürtel um und schaut, wo ungefähr sitzt der Gürtel und wo muss ich da meine Gürtelschlaufen positionieren. Ihr nehmt euch dann euer Gürtelband und messt 2 x 9 cm ab und schneidet das Ganze ab. So sieht dann der Streifen aus mit 9 cm Länge. Ich habe mir hier noch Markierung gemacht, 2 cm von oben und 2 cm von unten. Wir klappen nämlich jetzt 1 cm nach innen um an beiden Seiten und legen dann diese Gürtelschlaufe genau zwischen die Markierung, die wir auf das Rückenteil gemacht haben. Dadurch wölbt sich diese Gürtelschlaufe ein wenig, dann hat sie ein bisschen mehr Luft, damit der Gürtel auch durchpasst. Das sind jetzt hier meine beiden Markierungen für die Gürtelschlaufe. Ich klappe mir dann hier die Gürtelschlaufe an der einen Seite 1 cm um, lege sie auf die Markierung, dann positionieren wir sie mittig auf der Seitennaht und dann steppen wir sie bei 0,7 cm an. Das gleiche machen wir dann bei der anderen Seite auch noch. Wir klappen es 1 cm ein und orientieren uns dann an der Markierung. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Weite, das ist aber auch gar nicht so schlimm, denn dann passt der Gürtel auf jeden Fall auch rein. Und hier steppen wir dann auch wieder bei 0,7 cm fest. Wir zeichnen uns jetzt noch die Knopflöcher und die Knöpfe an. Dafür nehmt ihr euch nochmal das Schnittteil vom Vorderteil, legt das Ganze auf euer Vorderteil und übernehmt die Markierung vom Knopf und von den Knopflöchern auf den Stoff. Dafür legt ihr euch das wieder auf das Vorderteil. Wenn ihr die nicht schon übernommen habt, popelt euch in die Mitte der Knöpfe ein Loch und drückt dann mit dem Markierstift einmal hier durch. Und beim Knopfloch markiert ihr nur vorne den Punkt. Nach hinten raus ist es dann ja variabel, wie groß euer Knopf ist. So, jetzt gibt es natürlich mehrere Varianten, wie ihr die Knopflöcher einarbeiten könnt. Einerseits könnt ihr es natürlich mit der Hand nähen. Ein Knopfloch mit der Hand sieht immer schön aus. Ich bin ehrlich gesagt immer ein bisschen zu faul für Knopflöcher mit der Hand. Oder natürlich mit der Nähmaschine. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Schaut mal, was ihr da habt. Ich habe zum Beispiel eine Knopflochautomatik mit einem speziellen Fuß. Der misst automatisch quasi die Knopfgröße und macht das Knopfloch entsprechend groß. Das ist natürlich super praktisch, aber auch mit einer normalen Nähmaschine könnt ihr Knopflöcher einarbeiten. Da müsst ihr dann aber vielleicht vorher mal Probeknopflöcher machen und schauen, wie groß das Knopfloch sein muss, damit der Knopf auch durchpasst. So, wenn ihr die Knöpfe und Knopflöcher jetzt drin habt, könnt ihr noch Folgendes machen. Denn hier am Kragen, der Beleg, der schlabbelt hier noch so ein bisschen rum, den können wir noch festmachen. Dann nehmt ihr die Nahtzugaben vom Beleg an der Schulternaht und die Nahtzugaben vom Vorder- und Rückteil und näht diese mit der Hand aufeinander. So, als letztes zum krönenden Abschluss, wie immer, kommt noch das Label dran. Da könnt ihr euch wieder überlegen, möchtet ihr die Seite Bara Studio oder Made by Me. Ich würde jetzt bei dem Trenchcoat sagen, dass wir das nicht als Flagge annähen, sondern flach. Dafür entscheidet ihr euch für eine Seite und dann müssen wir das Ganze noch zuschneiden, damit es perfekt ist zum Annähen. Dafür bewaffnet ihr euch jetzt mit einem Marker, einem Maßband und dem Label. Ich entscheide mich jetzt hier für die Seite Bara Studio und markiere mir dann 6 mm unter der Bruchkante eine Linie, an der ich dann das Label abschneide. Und dann nochmal von der oberen Kante 7 mm nach unten. Und da falte ich es dann um. So, an diesen Markierungen falte ich es dann nach innen um. Das könnt ihr bügeln oder einfach mit der Hand jetzt so machen. So, wenn wir das Label dann gebügelt haben oder mit dem Fingernagel ein bisschen platt gedrückt haben, sieht das Ganze so aus und dann können wir das auf dem Beleg im Rückteil festnähen. Dafür steppen wir es dann einfach schmalkantig an den kurzen Seiten auf. Ihr könnt es natürlich auch rundherum steppen, wie ihr mögt. Ich mache es jetzt nur an den kurzen Seiten und steppe jetzt das Label mittig
auf den Rückteilbeleg. So, der Trenchcoat ist fertig. Ich finde ihn einfach mega geil. Einfach auch, weil er so oversized geschnitten ist, kann man auch mal einen dickeren Pulli unten drunter ziehen, zum Beispiel im Herbst oder im Frühling. Und ja, ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Tragen und bis zum nächsten Mal.